Chagas Freitasch hat eine lange Reise auf sich genommen, um diesen Moment mitzuerleben. 1500 Kunstwerke hat der Brasilianer über knapp 4 Jahrzehnte hinweg gesammelt. Teile seiner Sammlung werden nun unter dem Titel Rausch der Bilder im Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst gezeigt. Bis auf wenige Ausnahmen hingen sie bisher nur bei ihm zu Hause oder wurden in einem Depot gelagert. Es macht ihn stolz, dass sie nun auch durch andere Augen gesehen werden können. Ich habe so viele Ausstellungen gemacht in Amerika, in Brasilien auch, dass die Sache soll frei sein. Die Kunst muss die Leute sehen. Ne? Ich bin sehr glücklich damit, dass jetzt in Deutschland das gezeigt wird, eine Arbeit oder viel Arbeit, die hier aus der DDR kommt. Ja. Und genau das ist der Grund, warum man im BRMK der Sammlung eine Ausstellung widmet. Chagas Freitasch hatte in den 80er Jahren als Kunstattaché für die brasilianische Botschaft in Ost-Berlin gearbeitet. In dieser Zeit hat er die Kunst der DDR aus nächster Nähe kennengelernt und angefangen, sie zu sammeln. Oft im Austausch für Kunstmaterialien aus dem Westen. Daraus sind bekannt und auch Freundschaften entstanden, die zum Teil bis heute halten und auch die Sammlung ausmachen. Chagas ist ein ganz impuls- und emotionsgesteuerter Mensch, der gesammelt hat, weil er einen sehr persönlichen, sehr intensiven Bezug zu den Akteurinnen und Akteuren, den Künstlerinnen und Künstlern hatte und immer noch hat. Und so kam diese Sammlung zustande. Von daher, natürlich stellen wir Kunst aus, aber man merkt auch, es gibt einige Porträts von ihm, die jetzt in der Sammlung verankert sind und die hier auch in der Ausstellung hängen. Und man merkt, wie die Künstlerinnen und Künstler sich natürlich auch an ihm als Figur abgearbeitet haben. Natürlich hat Chagas Freitasch nicht nur DDR-Kunst gesammelt. Gezeigt werden auch brasilianische Werke. Allerdings von Künstlerinnen und Künstlern, die auch einen Bezug zu Deutschland haben. Die wiederum in ihrer eigenen künstlerischen Produktion ihre Erfahrung mit Kunst in Deutschland, mit ihrer Erfahrung Kunst in Ostdeutschland, ihr eigenes Werk verschoben und verändert haben in der Kunstbegrifflichkeit. Als privater Sammler hat Chagas Freitasch Werke nicht nach kunsthistorischer Relevanz ausgesucht. Er sammelt emotional. Dadurch lässt sich trotz unterschiedlichster Einflüsse eine Linie in der Ausstellung erkennen. Es sind alles Werke, die eine gewisse Physis, über eine gewisse Physis verfügen. Entweder über die Materialität, über den Bildgestus, über das, was dargestellt ist. Also Sie sehen hier durchaus viele menschliche Körper repräsentiert. Die sind aber nicht so klassisch, sondern die sind immer in emotionalen, bewegten Situationen. Also es geht immer um dieses Bewegungsmoment. Es geht darum, dass auch, wenn Sie so wollen, der Funke vom Bild in den Realraum überspringt und umgekehrt. Und das ist sehr typisch für Chagas Freitasch. Noch bis zum 27. Februar ist die Ausstellung Rausch der Bilder im BRMK zu sehen. Danach gehen die Werke wieder zurück nach Brasilien. Chagas Freitasch wünscht sich aber, dass sie irgendwann dauerhaft nach Deutschland zurückkommen. Obwohl viele Interessante sind in Brasilien, aber die Leute weiß ich nicht in der Zukunft, was passiert. Ne? Und hier in Deutschland bin ich sicher, dass die diese Kunstgeschichte pflegen. Ne? Das ist deutsche Kunst.